Liebe Follower, liebe Freunde, diese Woche standen bei der Plenartagung in Straßburg viele außenpolitische Themen auf der Tagesordnung. Sie begann sehr dynamisch für mich am Montag. Dort war ich noch in der Türkei, um mich mit Journalisten über die Lage der Pressefreiheit auszutauschen, die massiv eingeschränkt wurde, und gegen die Inhaftierung eben führender Volksvertreter der pro-kurdischen HDP-Partei. Dort haben wir protestiert und wir haben gleichzeitig erlebt, dass wir dort nicht ins Gefängnis gekommen sind. Wir abgehalten wurden von der Polizei, einige wenige hundert Meter mit Polizisten mit Maschinengewehren, die uns einfach keinen Zutritt zum dortigen HDP-Co-Vorsitzenden gelassen haben. Das Thema der Beziehungen zwischen der EU und der Türkei stand auch im Plenum hoch auf der Agenda. In einer heute von einer großen Mehrheit der Abgeordneten verabschiedeten Resolution sprach sich das Europäische Parlament nun für ein temporäres Einfrieren der Beitrittsverhandlungen aus. Das bedeutet jedoch nicht, dass jeglicher Dialog ausgesetzt wird. Wir müssen weiter im Gespräch bleiben und Mittel und Wege finden, eben die proeuropäischen Kräfte in der Türkei zu unterstützen. Ein kompletter Abbruch wäre zum jetzigen Zeitpunkt der absolut falsche Weg. Und darüber hinaus hat uns auch die Lage in Syrien diese Woche hier im Europaparlament geprägt. Eine Resolution wurde verabschiedet und darin verurteilt das Europäische Parlament die anhaltenden Angriffe auf die Zivilisten und die zivile Infrastruktur im Land und fordert alle Konfliktparteien auf, hier nun die humanitäre Hilfe erneut zu ermöglichen. Es ist eine katastrophale Entwicklung, in der auch Russland eine zentrale Rolle spielt. Interessant waren zudem die Debatte und die Abstimmung zu zwei Berichten über Sicherheits- und Verteidigungspolitik in der Europäischen Union. Die europäischen Sozialdemokraten haben sich eindeutig positioniert. Wir wollen mehr Europa in diesem Bereich, das ist richtig und wichtig. Es gilt aber eben weiterhin zu klären, ob die Mittel für die Aufgabenfelder der gemeinsamen Rüstungsforschung eben nicht von der Europäischen Union, sondern eben hier von den Mitgliedstaaten kommen können oder aber auch kommen müssen. Sie stehen hier in der Pflicht, mehr zu tun, und darüber hinaus brauchen wir eine große Weiterentwicklung auch im ganzen Bereich der Rüstungsexporte. Hier will ich, dass wir eine europäische Harmonisierung hinbekommen. Ein weiteres Ereignis dieser Woche prägt massiv die Arbeit des Europäischen Parlaments. Martin Schulz hat heute Morgen angekündigt, dass er nicht erneut als Parlamentspräsident antreten wird. Ich danke ihm für seine starke Arbeit. Er hat das Europäische Parlament auf die europäische Bühne gebracht, verstärkt und ihm ein Gesicht gegeben. Ich wünsche ihm alles Gute für seine zukünftige Arbeit im bundespolitischen Bereich, wo er seine europäischen Erfahrungen mit einbringen wird. Soweit heute von einer sehr dynamischen und intensiven Woche aus Straßburg. Verfolgen Sie weiterhin meine Aktivitäten auf Facebook und auf Twitter. Bringen Sie sich ein, und wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie mich über die Webseite, über die Büros. Alles Gute aus Straßburg. Tschüss.